Jetzt möchte ich in diesem Video zeigen, wie man beim Windows Movie Maker 16.4 einen sogenannten Abspann einfügen kann. Das heißt, am Ende wird ja ein Abspann eingefügt, dass man sehen kann, was sich da alles so getan hat. Da muss man sich den entsprechenden Ribbon suchen, das ist die Ribbon Startseite und hier haben wir die Eintragsmöglichkeit Abspann. Wenn ich hierher klicke, würde ein Abspann eingefügt werden. Ich gehe vielleicht schon an die entsprechende Stelle zum Schluss hin, klicke auf Abspann und hier wird dann schon etwas eingetragen, sowas wie Abspann. Hier den Namen eingeben, zum Beispiel Markus Oppitz, meine Webseite noch www.wirlernen.at. Das könnte man dann zum Beispiel jetzt hier eintragen oder andere, welche Musik man hier verwendet hat, zum Beispiel das Blockflötenspiel von meiner Tochter Lucia und dergleichen mehr. Und somit kann man dann am Ende hier schön einen Abspann festlegen, diesen Abspann, die Dauer dieses Abspannen kann man dann, die Einblendungen kann man dann entsprechend dann hier auch noch festlegen. Hier ist es standardmäßig 7 Sekunden eingestellt. Ich könnte das dann hier auf 4 Sekunden zum Beispiel einstellen. Und dementsprechend hat es dann noch 4 Sekunden dieser Abspann. Gehen wir mal hierher. Jetzt haben wir hier noch das Bild eingeblendet noch von davor. Und dann Abspann. Markus Oppitz will lernen. AT wird sogar noch schön mit einer entsprechenden Animationen dargestellt.